So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und es ist soweit, der zweite Teil der Hensler Pizzen. Dieses Intro seht ihr auch wieder zweimal, denn ich habe zwei Sorten getestet. Henslers Pizza, die kam von Güstrow mit einem Paket hierher zu mir. Das war schon komisch, weil die ja am Donnerstag verschickt wurden, am Samstag ankamen. Ich habe gesagt, wie soll man das denn noch essen? Das ist doch dann alles nur noch Brei. Jetzt hat Bianca gesagt, ich habe ja nur zwei Sorten rein. Es gibt ja vier Sorten, die zwei anderen schicke ich dir noch. Also hat sie am Freitagnachmittag nochmal ein Paket in die Post. Richtig geniale Aktion, denn die waren jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag unterwegs und sind heute am Dienstag angekommen. Deswegen mache ich jetzt das Paket auf Schau. Sind wirklich die zwei Sorten drin? Sie sagt nämlich, sie weiß schon gar nicht mehr, welche Sorten sie mir beim ersten Mal geschickt hat. Und die packen wir jetzt aus und dann essen wir die. Und ich hoffe, die kann man noch essen. Am Montag im Chat haben alle gesagt, wenn das kommt, esst das nicht mehr. Das ist dann bestimmt eklig. Das sind Salmonellen drauf, das sind Bakterien drauf. Das ist alles abartig. Der Käse, die Wurst, der Schmand, alles, was da so drauf ist, kannst du nicht einfach ungekühlt 4-5 Tage darum fliegen lassen. Da waren sich alle einig. Bianca hat gesagt, wieso geht auch? Ich hab's doch in eine Kühltüte reingepackt, ne? Das klingt irgendwie nicht so ganz durchdacht, aber angeblich sind im zweiten Paket ja Kühlakkus. Und die retten das Ganze. Wir machen es mal schnell auf. Das ist das große Paket, was also jetzt ankam. Wir hatten letztes Mal also Don Diabolo von Henslers Pizza. Und wir hatten diese Bella Verdure Gemüsepizza. Das heißt, zwei Sorten fehlen noch. Ich dachte, da kommt noch was übelst Heftiges. Wie ich jetzt weiß, dürfte es nur noch Margarita und Carbonara sein als Sorte. Das heißt, es ist alles trotzdem sehr vegan gehalten oder vegetarisch gehalten, sagen wir mal. Wo ist denn eine mit richtig fetter Wurst, die richtig knallt? So, hier habt ihr jetzt keine Ahnung, einen kaputten Ballon von einem Geburtstag oder soll es eine Kühldecke sein? Eine Kühldecke für die Hensler Pizza. Dann gucke ich hier rein. Also hier ist die Carbonara Pizza in lila, das passt. Hier ist die Bella Verdure Pizza. Oh mein Gott, die haben wir doch schon gehabt. Also die ist zu viel. Und hier ist eine gelbe Margherita Pizza. Margherita, die werden wir wahrscheinlich dann als erstes machen. Hier sind noch zweimal Samyang Bulldog Mala drin. Aber kenne ich ja nun schon, aber trotzdem danke, obwohl die mir ja nicht so geschmeckt haben, weil die so pfeffrig waren. Hier ist Spaltentester drin. Für Sandra wahrscheinlich, um die Spalte zu testen. Und pass auf, das ist der Witz. Hier ist noch in so ein Ding eingepackt ein Kühlakku. Ein Kühlakku, der ist halt jetzt nicht kühl, der ist nicht gefroren, das ist einfach gar nichts. Also wer denkt, dass ein Kühlakku man da reinpackt und nach 5 Tagen der die Pizza noch kühlt, da weiß ich auch nicht. Das war das Intro. Ich guck mal, ob die Pizza vergammelt ist und würde sagen, rein ins Testvideo. So, die dritte Pizza, die wir also von Henslers Pizza jetzt haben oder testen möchten, ist diese in dem gelben Karton Henslers Pizza Margherita. Ich habe gedacht, nach den anderen zwei eher ruhigen Sorten kommt jetzt was richtig Heftiges, aber Margherita ist ja das Einzige, was halt jeder so klassisch anbietet, wo du vielleicht selbst belegen müsstest. Ich werde erst die Margherita testen, dann die Carbonara, weil Margherita ist halt gefühlt nix. Ich glaube, ich habe mir noch nie irgendwo eine Pizza Margherita bestellt, wo das der Klassiker ist. Hier steht, beste Steinofenpizza belegt mit fruchtiger Tomatensoße und Mozzarella. Mehr ist es dann nicht. Hier steht auch nochmal Margherita drauf. Hier steht nochmal größer Margherita drauf. Hier hinten habt ihr wieder einen Hensler. Da lacht er wieder. Wieder Stefan Raab. Ne? Und ansonsten Crunch Time Extra Delicious. Beste italienische Tomaten. Verfeinert mit Steffens Gewürz. Boden mit Liebe von Hand geformt. 48 Stunden Teigreifung. 5 Tage Lieferung von Bierschangas Industriemist. Mit echt Mozzarella. Riesengeschmack mit fast 30 cm Größe. Fertig in nur 6 bis 8 Minuten. Da wird ja auch gesagt, wie die gemacht werden soll. Der gelbe Karton spricht mich auf jeden Fall sehr an. Ich mag ja gelb. Gelb also eine meiner Lieblingsfarben. Jetzt nehme ich die raus und ich weiß schon wieder,
Sie ist falsch rum. Die falsch rumme Pizza. Oh mein Gott. Es gibt ja Pizza, die ist nicht gefroren. Die ist immer so Frischteigpizza. Aber selbst die ist ja trotzdem in der Kühlung, wie im Kühlschrank. Aber das ist ja nirgendwo. Und das ist es ja. Jetzt guckt euch die mal an. Die ist ja richtig rot, weil die ja eigentlich, naja, Tomatensauce und nur Käse drauf hat. Also Mozzarella. Kann man Mozzarella-Käse ungekühlt 5 Tage lang liegen lassen in einem nassen, wie war das immer, kühl und trocken lagern. Da war es dann aber, man hat ja bei dem letzten Video gesehen, die Kartons waren teilweise sehr durchgenässt, durchgeweicht. Also statt kühl und trocken lagern, war es dann warm und nass lagern. Das muss auf jeden Fall gut sein. Wir brauchen die gar nicht warm machen, wir könnten eigentlich jetzt so reinbeißen, aber das ist die Pizza Margarita. Die ganzen grünen Stellen ist hoffentlich kein Schimmel, sondern halt irgendwelche Kräuter. Wir packen die jetzt in den Ofen und mal gucken, wie die aussieht, wenn die wieder rauskommt. So, die erste Pizza ist fertig. Also ich drehe die Videos wieder beide an einem Tag, ne? Weil die Pizza muss ja weg, beziehungsweise muss ich die dritte ja eigentlich auch doch dann machen. Die war jetzt wirklich gefühlt nur 2 Minuten im Ofen. Das ist die schnellste Pizza der Welt. Das ist richtig genial, weil die war ja matsch und der Ofen war auch an und die braucht von Haus aus ja eigentlich nur 6 bis 8 Minuten. Und der Adi Schatz, der darf jetzt mal hier nicht rummachen. Jetzt muss ich kurz mal fürs Thumbnail das wieder hier reinhalten. Die dritte Hensler Pizza. So, für Thumbnail muss das reichen. Wir nehmen uns jetzt den Pizzaschneider. Jetzt kann ich natürlich niemanden diese Pizza andrehen, weil sich alle davor ekeln. Es ist auch keiner da. Das Muttertier ist da, Jonas ist da. Den willst du nicht vergiften. Also schneidest du jetzt erstmal die Pizza. Und ich glaube, dadurch, dass sie jetzt 5 Tage einfach draußen lag zum Auftauen, ist das genauso, wie sich der Hensler vorgestellt hat, dass du die Pizza einfach hast. Guck dir das an, es hängt hier runter, das ist auf jeden Fall schon mal genial. Du siehst, da ist ja nichts weiter drauf, es ist ja wirklich einfach nur Käse und Tomatensauce. Man könnte was drauf machen, wir machen aber nichts drauf. Was ich da habe, ist noch das gute Tabasco, dann am Ende zum Probieren. Und ich muss mich jetzt beeilen, nicht, dass sie noch schimmelt, ne? Da habe ich jetzt richtig viel Angst davor. Wir nehmen uns mal das kleine Stück hier am Rand, klappen das einmal zusammen. Das passt nämlich, dann habt ihr hier so ein Schiff und das hängt dann nicht mehr runter, dann ist es stabil. Das ist der Pizza-Ess-Trick. Adi! Mach's ja fein, der sitzt ja nur da, der macht ja nichts. Und dann beißen wir mal rein. Und dann könnte ich sagen, ja, es schmeckt so nach einer Tomatensoßengrundierung. Und dann ist da was. Das Grüne, was man sieht, ist wohl das, was man merkt beim Essen, wenn man drauf rumkaut. Als wären da so Spreisel drin, die jetzt für mich den Geschmack aber nicht irgendwie großartig ändern. Oder ich merke es halt nicht, dass das der Geschmacksträger ist. Und dann hast du Mozzarella, der das noch so ein bisschen zerrig macht. Bissiger, aber für den Geschmack, ach, ich weiß nicht so. Ich vermisse den Blauschimmelkäse von der Kürbispizza, die ihr noch nicht gesehen habt, weil ich die gestern getestet habe, die aber erst nach den Hensler-Tests kommen darf, online. Und ich muss sagen, für mich schmeckt das halt jetzt sehr unspektakulär. Über den Rand weiß ich nicht, was ich sagen soll. Der Rand hinten, also, ist wieder sehr unterschiedlich. Da ist er schwarz, da ist nichts. Wenn wir das jetzt mal hier so abziehen. Ja, man kann das so abziehen, immer so schöne kleine ein kleine Fetzen, sieht jetzt aus wie Pulled Pork. Okay. Nun verspeisen wir mal schnell dieses eine Stück noch. Es ist halt einfach eine Margarita. Was willst du da großartig erwarten? Ich muss euch sagen, vielleicht ist das die beste Margarita, die ich je hatte. Gerade auch durch den Boden. Da passt der Boden irgendwie gut dazu und das ganze Latschige, was ich gerade habe. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Und vor allem nicht für den Preis von 6 Euro oder 6,99 Euro oder wie viel auch immer die kosten. Ich habe sie ja nicht bezahlt, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber die sind sehr teuer. Aber ich finde die Sorten an sich irgendwie langweilig so. Also vor allem Margarita halt einfach. Einfach Margarita von so einem Sternekoch hätte ich mir sonst was erwartet auf der Pizza. Aber egal, wir essen das erstmal noch kurz und dann ein Stück mit Tabasco.
So, jetzt habe ich es geschafft, das alles runterzuschlucken. Das ist halt irgendwie trotzdem sehr stopfig, fropfig, keine Ahnung. Ein richtiger Klumpen. Nehmen wir mal das super gute Tabasco. Hier steht ja auch Kochen mit Tabasco. Wo steht's denn? Tabasco Pepper Sauce, gibt mehr Smack an Pizzas, Pastas, Fleeves, Fissen fehlen andere Gerichten. Also das ist irgendwie wahrscheinlich holländisch. Jetzt packen wir uns das drauf. Wir nehmen diesmal auch das größte Stück. Das wird jetzt bestimmt für mich auf jeden Fall interessanter, aber die Pizza soll ja eigentlich auch ohne das schmecken. Packst du dir jetzt hier also ein paar Tropfen drauf. So. Jetzt verspeise die mit Tabasco. So, mit Tabasco ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Da kommen nochmal schön die Würze durch. Die erste Pizza ist weg. Ich muss jetzt noch die zweite machen, da bin ich gespannt, weil das ja eine besondere Sorte ist. Aber ansonsten bisher, weiß ich nicht, bin ich etwas enttäuscht von Hensler, aber feier die Aktion von Bierschanger gerade trotzdem, weil ich kann es ja gerade essen. Und wenn ich dann sterbe, kriege ich es ja nicht mit. Und danke, dass du dich so ins Zeug gelegt hast, mir so viel teure Pizza noch und nöcher daher zu schicken, zu einer super genialen, spektakulären Aktion. Du weißt, ich bin eine kleine Miesmuschel, ein kleiner Miesepeter, aber trotzdem möchte ich mich bedanken dafür, weil die Pizza war eben sehr teuer und du hast sie selber ja noch nicht mal probiert. Kennt ihr die Hensler Pizza? Henslers Pizza? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich auf die letzte Sorte, aber das im nächsten Video. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.